Auf diese drei Fragen solltest du stets vorbereitet sein mit einer sehr guten Antwort in jedem Neukundenakquisegespräch, Erstcall, Analyse-Workshop, Strategie-Session, wie auch immer. Wenn du insbesondere Softwareentwickler bist, aus der IT-Branche kommst, IT-Experte und im Neukundengewinnungsprozess zum ersten Mal mit einem potenziellen Neukunden, also mit einem Prospect, Interessenten, der generiert wurde durch einen Download, durch ein Webinar, durch eine Werbeanzeige, durch Telefonakquise, durch mich, ja, zum Beispiel durch unsere Marketingabteilung, zustande kommt. Ja, ich nehme mal den Kopfhörer ab. Genau. Auf diese drei Fragen sollst du auf jeden Fall vorbereitet sein und wir beginnen gleich mit der ersten Frage. Ja, zunächst noch, wenn du neu auf meinem Kanal bist und jetzt auf YouTube bist, mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing Consulting und Coaching und ich bin spezialisiert auf die Neukundengewinnung, Positionierung und Skalierung von IT-Businesses seit mehreren Jahrzehnten. Der erste Punkt ist der folgende, ich schreibe mal an die Tafel, und das ist zwar Verfügbarkeit. Du sollst also auf die Frage, wie ist deine Verfügbarkeit, gut vorbereitet sein. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich mache mal die Kamera ein bisschen höher, ich sehe gerade, die sind zu niedrig. Oh, come on. Nee, es passt doch. Nein, es ist mir zu niedrig. Ja. So. Ja, das ist besser, wesentlich besser. Kann man ja dann rausschneiden. Nein, wir lassen alles laufen, bei uns wird nicht geschnitten. Ja, ja. So wie bei dir Kräuter, genau. Also, Stuhl meint das weg. Also, Verfügbarkeit. Und jetzt magst du sagen, ja, okay, was ist jetzt das große Primborium zu dieser Frage Verfügbarkeit? Aus der Verfügbarkeitsfrage heraus kannst du einige weitere strategische Schachzüge sozusagen sehr gut ableiten. Wenn zum Beispiel dein potenzieller Neukunde fragt, wie schnell können Sie reagieren auf eine Anfrage von uns? Denn häufig ist es so, dass du bei größeren Firmen, die auch schon interne IT-Abteilungen haben, teilweise ganze IT-Töchter mit mehreren hundert Mitarbeitern, also ich kenne zum Beispiel einige Geschäftsführer von IT-Töchtern, die 100, 200 und mehr Mitarbeiter haben, also nur in dieser IT-Tochter, ja? Also zum Beispiel große Pharmakonzerne und so weiter, IT-Töchter sind von Konzernen letztendlich in der Regel oder auch von größeren mittelständischen Unternehmen und die sind halt manchmal so, dass sie quasi ja, ihre Mutterkonzern, das Verhältnis ist letztendlich, habe ich auch schon ein Video darüber gemacht, glaube ich zumindest, das Verhältnis ist ja quasi so, dass deren Mutterkonzern letztendlich deren Kunde ist, ja, und die teilweise dann sehr schnell, häufig von den Fachabteilungen in der Mutterkonzern, sehr kurzfristig irgendwelche Aufträge oder irgendwelche Herausforderungen, Aufgabenstellungen, Anforderungen und so weiter gestellt bekommen. Also häufig ist es so, dass sich die Fachabteilungen über Wochen und Monate nicht einigen können. Und dann, wenn sie sich irgendwann geeinigt haben oder Druck bekommen von oben, von deren Kunden oder Lieferanten oder Geschäftsführer und so weiter, dann ruckzuck dann plötzlich diese Lösung wollen, dann zur IT rantreten in dem Fall und sagen, hallo, wie lange dauert das, wir brauchen hier diese App, das, dies, jene und so weiter. Und am besten übermorgen, ja, 60 Tage haben sie Zeit, programmieren sie jetzt, ja, so ungefähr. Und du als quasi kleinerer Zulieferant, also jetzt mal angenommen, du bist jetzt halt ein Solopreneur oder hast ein paar Mitarbeiter schon oder auch schon 20, 30 Mitarbeiter, also bist du letztendlich sozusagen nochmal eine Stufe weiter unten in der Nahrungskette, ist leider so, ja. Ich bin ganz, ganz unten in der Nahrungskette, gleich nebenbei bemerkt, ich bin dann ganz am Ende von der Nahrungskette, ich bin die kleine Ameise, die da immer rumläuft. Und letztendlich ist diese Frage sehr wichtig. Deswegen, weil, wenn du quasi eine sehr hohe Verfügbarkeit hast, beziehungsweise
Man könnte hier auch quasi in Klammern sagen Flexibilitätsgrad. Ja? Wenn der bei dir sehr hoch ist, und ich sage gleich, wie du den erhöhen kannst, ein Tipp zumindest, der kann natürlich auch Geld kosten, aber er bringt dir auch Geld und wahrscheinlich sehr viel mehr Geld, als das er dir kostet. Komme ich gleich dazu, die Strategie dahinter. Also, der sehr hohe Flexibilitätsgrad gewährt dir letztendlich einen Fuß in die Tür, ja, bei Firmen, wo du normalerweise nur sehr schwer reinkommst, wo du gelistet werden musst als Lieferant und was weiß ich alles noch. Ja. Das heißt, wenn es auch beim, sagen wir, bei einer Konzerntochter, IT-Konzerntochter, es pressiert, also wenn sie es wirklich eilig haben, wenn sie wirklich Druck haben, dann werden die Mittel und Wege finden, dir einen Auftrag zu geben, auch wenn du als Lieferant noch nicht gelistet bist. Ja? Und das setzt aber voraus, dass du einen sehr hohen Verfügbarkeits-, also Flexibilitätsgrad hast, also Verfügbarkeitsrahmen. Und das ist natürlich umso schwieriger, desto kleiner du bist. Aber, jetzt kommt das große Aber, du kannst da verschiedene Strategien davon ableiten. Das heißt, mal angenommen, du bist jetzt ein kleiner Softwareentwickler, hast, sagen wir mal, 10 Mitarbeiter. Dann kannst du 20%, also 2 Mitarbeiter von 10, immer so nur so halber beschäftigen. Ja, die sind also nie wirklich voll ausgelastet. Und das ist sozusagen erhöht dein Verfügbarkeitsrahmen, also dein Flexibilitätsgrad. Ja? Und desto mehr du natürlich dort sozusagen Leerlauf mitschleifst, zahlst du natürlich ein bisschen ein, aber desto höher ist dein Flexibilitätsgrad, desto mehr an so spontanen Auftragsmöglichkeiten kannst du gewinnen. Wo vielleicht andere, die diesen Flexibilitätsgrad nicht vorfinanzieren, diese Aufträge nicht bekommen. Und ich erlebe das ganz häufig, dass ich super Top-Leads bringe zu Kunden von mir, die aber bis zum Randfall ausgelastet sind in dem Zeitpunkt. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass du, wenn du wachsen möchtest, oder generell, nicht nur wenn du wachsen möchtest, sondern wenn du in ganz bestimmte Branchen und Nischen reinkommen möchtest, oder, sag mal, in die Welt der Konzerne, ja, dass du Konzernkunden akquirieren möchtest und findest da nur schlecht Wege, dann musst du halt genau hinschauen und sagen und herausfinden, wann haben die den größten Engpass und dann genau da ansetzen. Denn desto größer der Engpass, desto niedriger die Schwelle für den Einstieg für dich. Ja, ist ganz klar. Ne? Und das ist ein, wenn du zum Beispiel jetzt Solopreneur bist, dann kannst du hier einen Trick anwenden, und zwar du kannst dich mit anderen Solopreneuren, mit anderen Freelancern zum Beispiel zusammentun, ja? Oder die quasi so dich netzwerken und so weiter. Also so als Übergangslösung. Wenn du natürlich dann vorhast, selber eine Firma aufzubauen und so weiter, dann solltest du halt irgendwann genau dann erst ein paar Leute einstellen und dann eben genau das Gleiche machen, wie ich schon eben gerade erklärt. Und das ist eine sehr, sehr wichtig, dass du quasi von Anfang an dir im Kopf dich da vorbereitest, dir deine persönliche, die kann ich dir jetzt nicht so eins zu eins sagen, weil jeder ein bisschen anders ist. Also dafür für eine persönliche Beratungsstunde oder halbe Stunde bitte einfach bei mir einen Termin buchen. Aber für dich persönlich einfach deine Strategie vorweg einfach überlegen und dir ganz genau überdenken, wenn diese Frage kommt, die wird zu 100% kommen, also mir wird sie fast jedes Mal gestellt, und welche Antwort du dann darauf geben wirst. Ja? Und wie viel Flexibilität du nach außen hin darstellen möchtest, und dann musst du natürlich auch gegebenenfalls liefern können, ja, ist auch klar. Die zweite Frage, auf die du sehr gut vorbereitet sein solltest, ist Location. Und das ist ganz besonders aus verschiedenen Gründen. Location, also Örtlichkeit, ja. Und da geht es eben also remote oder nicht remote, ja. Und das ist jetzt, schreibe ich hier als eine der drei wichtigsten Fragen oder Vorbereitungen. Das ist deswegen so ein Wahnsinn, natürlich über die letzten 2-3 Jahre, wo wir eben diesen gesundheitlichen Ausnahmezustand hatten, ja, weißt du, von was ich spreche.
Man darf ja gewisse Wörter nicht benutzen auf YouTube, sonst wird man irgendwie runtergeratet oder was weiß ich, keine Ahnung. Aber wo halt wirklich jeder im Remote Office war und so weiter, und jetzt ist es letztendlich so eingebürgert, dass alle Remote Office sind, das hat alles seine Vor- und Nachteile und so weiter. Aber in der Softwareentwicklung ist es häufig so, dass man als Teil eines Teams arbeiten muss. Ja? Also, du magst jetzt denken, naja, Location, was ist das jetzt für ein großes, warum ist das so eine wichtige Frage? Ja, ebenso wie bei der Verfügbarkeit, was ist da so wichtig? Kann ja gar nicht sein. Doch, da hängt eine ganze Menge dran. Da hängt zum Beispiel mit dran, es geht ja nicht nur einfach darum, dass du irgendwie vor Ort sitzt und man kann dir über die Schulter schauen oder du sitzt bei dir im Homeoffice und bist nicht so kontrollierbar oder was. Nein, darum geht es letztendlich nicht. Also wenn du als seriöses Unternehmen, wenn du jetzt schon so weit bist, dass wir im Discovery Call uns befinden, also in einem Teams-Meeting, ja, dein potenzieller Kunde, du und ich, dann haben wir schon eine ganze Menge richtig gemacht. Also du bist quasi als seriöses Unternehmen, Softwareentwickler, Unternehmen bereits auch als solches wahrgenommen worden. Ja, sonst gäbe es diesen Call ja gar nicht. Ja. Aber was hängt da alles Mögliche dran bei diesen Location? Es hängt daran dran, dass du flexibler, vielfältiger einsetzbar bist, ja, je nachdem, ob du das möchtest, dass du auch vor Ort arbeitest. Es muss ja nicht jeder Tag sein. Also mal angenommen, wir haben jetzt irgendwie ein Auftragsvolumen von 100 Manntagen. Ja, das sind jetzt halt ungefähr so 3 Monate. Und da musst du nicht jetzt einplanen unbedingt, dass du 3 Monate lang nach, was weiß ich, nach Hamburg fährst, wenn du aus München bist. Das ist ja sehr weit weg. Ja? Wenn du eine Familie hast oder Frau oder irgendwas, ja, ist es halt ein bisschen doof. Das wird auch niemand erwarten. Aber halt, sagen wir mal, eine Woche darauf, ja, 5 Arbeitstage oder irgendwie sowas. Das ist nicht deswegen so wichtig, weil halt in vielen Fällen es einfach kein Greenfield-Ansatz ist. Also Greenfield gibt es natürlich auch, dass man sagt, was bedeutet Greenfield letztendlich, wenn du aus der Softwareentwicklerbranche bist, weißt du natürlich, was das bedeutet, aber jetzt auch für andere Leute, die hier zuschauen, Greenfield ist einfach, wenn noch also du komplett von vorne anfängst, irgendwie ein Stück Software programmierst, irgendwie eine Lösung programmierst und es ist nichts da. Oder es ist was da und man will es einfach komplett abschaffen. Es sind also nur Altlasten, irgendwelche uralt, das gibt es in Maschinenbau zum Beispiel sehr häufig, also in der Industrie, dass da irgendwelche alten Systeme rumstehen, die quasi noch aus 1995 sind oder sowas. Ja. Die will man einfach komplett alles abschaffen, einfach komplett alles auf Null. Und von neu irgendwas aufbauen. Ja? Das ist immer ein ganz anderes Szenario, als wenn du quasi schon, was viel, viel häufiger besteht natürlich, gegeben ist, dass bestehende Systeme vorhanden sind, bestehende Teams, ja? Mit bestehenden Containern, wo wieder Lösungs-, Teillösungen drin sind oder Codes und so weiter. Und dass du letztendlich hier über so eine Art Legacy-System, ja, also als ich damals Java-Programmierung gelernt habe, vor über 20 Jahren, hieß es immer, wichtiger als den Code zu programmieren, sind die Kommentare, ja, damit es auch irgendjemand anders in 2 Jahren noch versteht, was du da rummachst, ja, was du da programmierst. Und genauso ist es da auch. Ja, und was halt da unheimlich da unterstützen kann, das ist auch völlig verständlich, ja, wenn du natürlich vor Ort bist. Das heißt, die Kommunikation heutzutage übers Internet mit allem, was dazugehört, Zoom, Teams und Teamviewer und so weiter, das ist alles super. Aber vor Ort zu sein, ist halt nochmal was anderes. Und wenn du hier flexibel bist und sagst, ja, kann ich jederzeit, ich kann auch verreisen und so, oder meine Mitarbeiter und so weiter, ja, dann hast du hier halt nochmal ein dickes Pluspunkt. Würde ich auf jeden Fall mal so sagen. Wenn es aber absolut nicht in die Frage kommt für dich, dann eben auch okay, ja, dann kommt es eben nicht in Frage, dann kannst du es auch so durchsetzen. In Einzelfällen ist es vielleicht dann auch sozusagen ein Kriterium, wo man dann eben nicht zusammenkommt. Wichtig hier nur, es geht in dem Video hier nur darum, dass du dir diese Fragen eben vor dem Call ganz präzise überlegst, die Antworten, wenn diese Fragen kommen, die werden kommen, zu 99,9%, dass du dann nicht quasi anfängst, ja, so ein bisschen unsicher zu werden und dir erstmal die Antwort zu überlegen, während du schon in dem Kundencall bist und eigentlich hier einen sehr guten professionellen Auftritt machen möchtest. Also du möchtest ja quasi was verkaufen, du möchtest den nächsten Schritt verkaufen, wenn vielleicht noch nicht
für bare Münze, aber halt den nächsten Deep Dive Termin, Analyse, Workshop, was auch immer, für die ersten paar tausend Euro. Und dass du eben da einfach präzise, spontan und imminent eben auf diese Fragen antworten kannst. Denn unklar, ja, klar antworten kannst. Ja? Das, in der Klarheit liegt die Macht, da gibt es einen Spruch. Und das ist super, super wichtig. Dann das dritte ist auch super wichtige Frage und das ist die Bezahlungsmodalitäten. Ja? Und da gibt es letztendlich drei verschiedene Möglichkeiten: Stundensatz, Tagessatz oder Projektsatz, projektbasiert, Pauschale letztendlich. Und dann noch verschiedenste Variationen, ja, also quasi Kombinationen, wie zum Beispiel Manntage, Personentage und dann irgendwie eine Service-Fee noch on top oder für eine Art Retainer-Modell und so weiter und so weiter. Also ich meine, da gibt es viele, das ist ein großes Spielfeld, aber letztendlich gibt es diese drei, ja, Tagessatz, Stundensatz und projektbasiert. Und jetzt bitte nicht meinen, ich weiß, es gibt viele Coachings da draußen, so Freelancer-IT-Coachings und so weiter, die sagen, projektbasiert, projektbasiert, projektbasiert. Weil so kannst du dich am besten hebeln, so kannst du den besten Stundensatz rausholen. Ja, das stimmt aber nicht immer. Es hängt ja ganz einfach davon ab, was die Arbeit ist. Ja, was ist das denn Projekt? Ja, wenn du irgendwie eine Lumpsum, sagen die Engländer, also quasi eine Projektsumme vereinbarst, eine Pauschale von 60.000 Euro und du kalkulierst 3 Monate, das Ganze dauert aber 6 Monate, dann hast du dich verkalkuliert. Vom Arbeitsaufwand her oder es passieren einfach Dinge, die du nicht vorhersehen konntest, dann ja, ist vielleicht dein Stundensatz, wäre vielleicht gescheiter gewesen, du hättest einen Tagessatz oder einen Stundensatz genommen. Und noch ein Wort nebenbei bemerkt, zu diesem ganzen projektbasiert, Stundensatz, Tagessatz. Ich selber habe auch Coachings schon mitgemacht und so weiter, da wo auch immer dieses projektbasiert so in den Himmel gelobt wurde. Ja. Ich habe jahrelang mit SAP Systemhaus zusammengearbeitet oder verschiedenen Häusern, die vom Projektgeschäft gelebt haben, ja, jahrzehntelang, bis sie dann übernommen worden sind, aufgekauft. Also die genannten Firmen gibt es jetzt so selbstständig nicht mehr. Hat sich viel getan in den letzten Jahren auch, wurden einfach von großen Firmen aufgekauft, übernommen, Brand vielleicht noch behalten, aber also zum Beispiel Accenture und so weiter, ne? KPMG und so weiter und so weiter. Ja? Also, und ganz normal, ja, und was wollte ich jetzt sagen, jetzt bin ich Faden verloren. Ja, genau, also die quasi allein nur vom Projektgeschäft gelebt haben und da war es wirklich so, also ich meine, die haben zum Beispiel SAP E-Shops oder sowas programmiert, ja, große, ging es um große Projekte, große Summen, teilweise bis zu 7-stellige Summen. Und da war es teilweise so, dass der Kunde, der den E-Shop-Entwicklung in Auftrag gegeben hat, dass der projektbasiert zahlen wollte. Der wollte eine fixe Summe, um das Risiko zu beschränken. Der wollte genau wissen, ja, für diesen E-Shop 300.000 Euro und nie kein Euro mehr. Und da war es der Dienstleister, der das unbedingt vermeiden wollte. Ja? Weil eben bei diesen wirklich größeren und komplexen Projekten es eben fast unmöglich ist, überhaupt abschätzen zu können, wie lange das Ganze dauert. Das ist nämlich genau umgekehrt. Ja? Und du magst jetzt vielleicht denken, ja, um Gottes Willen, ja, ich bin jetzt hier Freelancer und ich zahle hier irgendwie 10.000 Euro in irgendwelche Online-Coachings, die mir dabei bringen sollen, wie ich von meinem Tagessatz und vom Stundensatz wegkomme. Ja? Also Zeit für Geld-Modell. Und wenn du dann aber mal so weit bist, dass du 60, 50, 150 Mitarbeiter hast, ja, und große Projekte und so weiter, das ist genau das, was du willst. Du willst Tagessatz bezahlt werden, ja, also nach Möglichkeiten einen ordentlichen Tagessatz, dass auch was hängen bleibt bei dir. Aber wenn du da mal 5, 10 Entwickler in ein Projekt reinverkaufst, ja, quasi, und an jedem Entwickler verdienst du, sagen wir mal, nur 300, 400 Euro, dann ist es ja auch okay, ja, am Tag. Ja, natürlich. Und so läuft es da draußen tatsächlich, ne, bei den größeren Projekten und Projektgeschäften. Und das finde ich immer so witzig, also da sitzen dann quasi in so einem Live-Call dann Leute drin und versuchen da
vehement von ihren Stunden- und Tagessätzen wegzukommen, obwohl ja das letztendlich dann irgendwann mal wieder genau das ist, wo du eigentlich hin willst. Ja? Also Tagessätze in der Regel, ja? Also Stundensätze nicht, aber Tagessätze, weil Stundensätze wäre viel zu komplex. Ja? Am Ende hat keiner was davon, nur ein Haufen bürokratischer Aufwand. Ja, ja, okay. Also nochmal, Bezahlungsmodell, ganz, ganz wichtig, dass du das alles vorher überlegst, damit du dann auch da quasi schnell, eminent, prägnant und klar eine Antwort drauf hast, in den Call, darum geht's, egal wie auch immer dein Bezahlungsmodell ausschaut. Ich kann ja versprechen, desto größer du wirst, desto größer deine Projekte werden, desto mehr du wächst als Softwarebude, ja, ist das ein Tagessatzmodell. Ja. Und das ist projektbasiert, ja, also Projektgeschäft, im Projektgeschäft. Und ja, so, ich hoffe, ich konnte weiterhelfen mit diesem Video. Abonniere meinen Kanal, Daumen hoch, Kommentare, hau sie einfach rein in die Kommentare.